So, hallo, wir freuen uns natürlich heute zur Pressekonferenz einladen zu dürfen zum 16. Schweinfurter Weihnachtszirkus. Nach 2 Jahren Corona-Pandemie-Pause sind wir endlich wieder froh, in Schweinfurt spielen zu können und dem Publikum einfach ein paar schöne Stunden zu bescheren, einfach mal abschalten vom Stress, vom Alltag. Ja, und wir sind glücklich, in Schweinfurt zu sein. Ja, also unsere Programmpunkte beginnen wir mit dem Tempo-Jongleur, der jetzt extra heute für uns hier aus Paris angereist ist und der vor unserem Publikum hier heute ein paar Ausschnitte aus seiner Show zeigen wird. Unter anderem aber auch mit dabei die Flying Gomez, die extra aus Kolumbien zu uns dazustoßen werden. Zu viert auf dem Todesrad, in und auf dem Rad zeigen sie Salti und waghalsige Sprünge über den Köpfen des Publikums. Unter anderem sind sie natürlich auch zu sehen auf dem Hochseilakt ungesichert. Ja, und so jagt dann ein Highlight das andere. Ja, kannst du noch was sagen, was den 16. Weihnachtszirkus auszeichnet, wie ihr unterwegs seid, 2 Jahre Pandemie? Was hast du in der Zeit angestellt und wie wird sich das auf dem Volksfestplatz darstellen? Also es war für uns eine ganz schwierige Zeit, 2 Jahre Pause. Wiederum haben wir auch viel Zeit investiert, um den 16. Schweinfurter Weihnachtszirkus vorzubereiten. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Programm, was sehr kostspielig ist, auf die Beine gestellt und sind ganz besonders stolz, dass unser Ivan heute da ist, aus Paris eingekommen. Ja. Und wir haben ganz, ganz tolle Künstler dabei und es wird ein Spektakel der Extraklasse. Dass ich eine Runde auf einem Kamel in der Manege vor vollbesetztem Haus reiten werde. Super. Und das hätte auch ein. Ich werde es natürlich auch einlösen. Ein Satz. Super Money. Ja. Und ihr könnt euch dann alle, die Bilder werden euch dann irgendwie zukommen. Ihr könnt euch dann alle überzeugen, dass ich es auch wirklich gemacht habe. Ja, es gab noch einen zweiten Vorschlag, ihn mit einem Kamel hier abzuholen und dann in die Manege zu transportieren. Aber der Weg ist zu weit. Der Weg ist zu weit, also dann haben wir uns darauf geeinigt, eine Runde in der Manege, genau. Und dann ist gut. Und dann sind alle zufrieden. Entweder lachen oder weinen. Eins von beiden, aber das ist ja auch Double Circus. Beide Parts kommen da ja ineinander vor. Richtig. Jürgen, das muss mir jetzt mal erzählen, um was es denn der Wettegange ist. Er möchte einmal mit einem Kamel in der Manege eine Runde drehen. Ja. Genau. Was ist da gewettet worden? Ja, den Wetteinsatz verrät er jetzt nicht, was die Gegenwette ist. Das ist erstmal die Aufgabe und wenn er sie nicht erfüllt, wird er dementsprechend dann auch seinen Part dazu abliefern. Ach so, okay. Also mehr so eine Mutprobe. Das bleibt geheim dann. Ja, genau. Genau. Also auf alle Fälle wird es nicht so sein, dass alle Manegenbesucher hier kostenlosen Pizza einkehren dürfen. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall.